Also es ist zum einen der 7. Abschnitt, den wir jetzt eröffnen, und es ist eine besondere Herausforderung gewesen, den Abschnitt fertigzustellen, weil einfach die Dimensionen komplett anders sind als bei den anderen Abschnitten. Also wir haben hier Berge, oder andersrum, wir haben mit einem Deckendurchbruch gestartet, um Berge bis zu 6 Meter hoch auch hier in diesem Raum aufbauen zu können. Die größte Herausforderung war eigentlich, die gesamte Technik in den Bergen unterzubringen. Das heißt, wenn irgendwo Züge entgleisen, müssen unsere Mitarbeiter überall Zugänge finden. Wir haben Serviceklappen, wir haben kleine Treppen unter den Bergen, damit man auch wirklich alle Bereiche tatsächlich angehen kann. Zum einen ist es das Matterhorn, das ist eben dieser große Berg in dem Zentrum der Schweiz. Dann haben wir unten eine Freilichtbühne mit einem Open-Air-Konzert. Auf der Stelle sind 20.000 Figuren geklebt worden. Das ist auf jeden Fall Fisselarbeit und auf jeden Fall auch anstrengend. Insgesamt sind es doch 3 Monate gewesen, die alleine die Figuren benötigt haben. Und wir haben eine Schokoladenfabrik von Lind Sprüngli. Das heißt, wir stellen eine komplette Produktionsstraße dar. Mit einem Schokoladenauswurf, der dann am Ende stattfindet. Knapp 2,5 Jahre sitzen wir jetzt schon dran. Also eigentlich sollte Anfang 2007 schon Eröffnung sein, dann haben wir es auf September verschoben und jetzt steht es fest, dass es der 12. November wird. Also wir hatten eigentlich gedacht, dadurch, dass wir hier kein Großprojekt technisch haben, außer die Züge, die sind eine echte Herausforderung, dass wir viele kleine Gimmicks einbauen. Das heißt, wir haben viele, viele Mechaniken gebaut, wo Kräne sich bewegen, wo sich kleine Spielplätze bewegen. Um die 70, 80 bewegte Elemente, die keine Züge oder Autos sind, haben wir hier eingebaut. Also so als so kleine technische Raffinessen, die mich auch selbst jeden Tag wieder begeistern, weil sie einfach so schön klein sind. Momentan sind wir so auf 13 bis 14 Stunden hochgegangen pro Tag, haben das Wochenende noch nicht mit eingeplant, aber jetzt die letzten Tage gehen wir davon aus, dass wir hier Feldbetten aufstellen. Weil wir haben zwar jedes Mal die Herausforderung, mal endlich mal pünktlich fertig zu werden. Wir haben immer gesagt, wir wollen uns, also die Techniker wollen sich auf die Öffnung freuen und nicht Angst vor der Öffnung haben, weil die Nächte da langsam so kurz werden. Aber wir waren uns sicher, dass wir diesmal so sicher geplant haben, dass wir das nicht brauchen. Aber es wird eindeutig wieder sehr kurze Nächte. Es fängt jetzt schon an.